Oh shit, ich werde von einem Bär verfolgt. Ich hab Angst. Das ist ein Bär. Fuck. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge, die am Flughafen von Vancouver beginnt und in Kamloops endet. Hanna ist jetzt weg. Ich warte jetzt auf Kalk, meinen Mitbewohner oder ehemaligen Mitbewohner, der in 3 Tagen kommt. In 4 Tagen. Aber das ist ganz gut, weil ich habe jetzt 3 Schichten, die ich arbeiten kann. Und ich habe neben so einem Park gearbeitet, geschlafen. Das war eigentlich ganz chillig. Und jetzt gucke ich mal, ob ich in den Tim Hortons arbeiten kann. Mal gucken. Der Tim Hortons war leider super voll. Und ja, da konnte ich nicht so gut arbeiten. Deswegen fahre ich jetzt wieder nach Norden. Über den Fluss einmal nach Nord-Vancouver. Denn da gibt es noch einen Save on Foods, den ich gut kenne. Und da kann man in Ruhe sitzen. Ja, und dann werde ich da einfach arbeiten, weil das war mir nichts. Bei Save on Foods gibt es zwar einen geilen Spot, wo es auch entspannt ist, aber da passt mein Adapter nicht rein, weil das so seitlich ist und mein Adapter ist halt relativ dick. Ja, und dann wollte ich zu Starbucks, da bin ich jetzt gerade davor. Da. Aber die haben keine Stromanschlüsse, was ich irgendwie merkwürdig finde für den Starbucks. Jetzt bin ich einfach davor und nutze hier das WLAN und bleibe jetzt so lange, bis mein Akku leer wird vom MacBook und dann suche ich mir was Neues. Ich bin heute richtig am Arbeitsplatz hoppen. Tim Hortons, Save on Foods, Starbucks, Tim Hortons, Blends und jetzt wieder Tim Hortons. 6 verschiedene Stationen bin ich heute durchlaufen auf der Suche nach Strom und Internet. Puh, reicht dann auch wieder. Dann wollte ich mich aufmachen auf eine kleine Fototour durch Vancouver. Und weil ich heute keine Lust habe, mit dem Auto zu fahren und ich auch ein bisschen Sprit sparen möchte. Hier in Vancouver ist der Sprit übrigens ungefähr 20 Cent teurer als ungefähr 60 Kilometer weiter draußen. Also ist richtig krass. Deswegen fahre ich mit Bus in die Stadt. Ungefähr 1 Stunde. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber ja, bin mal gespannt, wie lange ich heute unterwegs bin. Jetzt ist es 9.45 Uhr. Und es ist schon wieder dieser Spot hier, ne? Also hier ist das Dock, der Yachtclub. Und da schlafen wir immer, beziehungsweise ich jetzt. Da haben wir immer geschlafen. Direkt fast am Wasser. Und da oben ist schon Schnee wieder. Ich habe als Feedback bekommen, dass ich doch mal zeigen kann, was ich immer so esse.
zur letzten Folge besonders. Und da wurde ja ein bisschen besonders gekocht. Aber ich zeige euch mal das normale Essen, was ich mir ja fast täglich reinziehe. Und zwar sind das einfach Ramen. Meistens sind es die hier. Die gibt es auch bei uns zu kaufen. Oder die Bulldog. Die gibt es bei uns nur in so speziellen Läden. Aber ja, die sind sehr, sehr lecker. Schön scharf. Die gibt es auch in sehr scharf. Kann ich immer sehr empfehlen. Und dann mache ich mir meistens noch entweder Eier da dran oder es gibt Kimchi noch dazu. Und als Belohnung für den Tag noch eine Coca-Cola. Ja, und es hatte jetzt die ganze Zeit geregnet. Deswegen ist der Himmel gerade so, wie er jetzt hier zu sehen ist. Und ich hatte jetzt keine Lust, weit weg zu gehen vom Auto. Deswegen mache ich es einfach hier auf dem Parkplatz. Ja, und das hier ist übrigens die gute Essensbox. Da ist alles drin, was man zum Leben braucht. Ich kann mal gucken. Ah ja, ich habe auch noch Lauch. Ihr fragt euch vielleicht, wieso ich jetzt schon wieder hier in Vancouver bin. Der Grund ist einfach, erstens, dass ich Hannah wieder zurückgebracht habe zum Flughafen. Und zweitens kommt in 2 Tagen mein Mitbewohner, mein ehemaliger Mitbewohner und auch mein zukünftiger Mitbewohner, also einfach mein Mitbewohner, kommt auch hierher. Den hole ich dann vom Flughafen ab und wir werden wahrscheinlich sehr viel wandern gehen. Mal gucken, wann und wo. Aber ja, das ist so der grobe Plan. Ja, und dann sucht man sich einfach so einen schönen Spot und isst dann sein Essen. Morgen muss ich leider noch mal arbeiten, aber das war es dann auch mit Arbeit für diese Woche. Also ich muss immer so aktuell bei meinem Budget und bei meinen Wirtschaften muss ich ungefähr 2 bis 3 Mal arbeiten pro Woche, damit ich über die Runden komme und kann mir trotzdem noch ein echt schönes Leben leisten hier. Das ist schon verrückt. Ja, so ist der Plan für morgen. Heute mache ich auch nichts mehr. Nur noch YouTube-Videos angucken, die ich mir schon runtergeladen habe. Und dann ab ins Bett. Regentag 200 von 365. Am Dienstag hatte ich wieder eine Schicht auf Arbeit und danach bin ich wieder auf meinen Spot gefahren. Und ja, die haben dann eine Regatta durchgeführt. Das ist anscheinend immer jeden Dienstag dort. Ich bin mir nicht zu 100%ig sicher, aber ich glaube, da ist mir gerade eine Eule entgegengeflogen. Das könnte es sein. Das ist, glaube ich, eine Eule. Oh, jetzt sieht man gar nichts mehr hier. Hedwig, bist du los? Ein bisschen los. Heute ist Mittwoch und in ein paar Stunden hole ich Kalk ab. Ich habe gerade noch mal den Ausblick hier genossen. Ja. Denn ich hoffe, dass es jetzt mit Vancouver war und wir heute mal in die Berge rausfahren. Heute Abend wahrscheinlich, weil, also denn Kalk möchte bestimmt noch Vancouver ein bisschen sehen. Aber mir reicht's jetzt, ich will wieder raus. Ich habe jetzt hier genug gestanden und gewartet. Ich will jetzt in die Berge und wandern. Aber was sehr gut ist, ist, dass er mir meine Drohne zurückbringt. Die habe ich nämlich nach Alberta, nach Calgary geschickt, was ungefähr 1100 Kilometer von hier entfernt ist, weil ich ja keinen ständigen Wohnsitz habe, wo ich die hätte hinschicken können. Und da Kalk aus Versehen bei seinem Flug einen Fehler gemacht hat und nach Calgary geflogen ist, obwohl er eigentlich nach Vancouver kommen sollte, hat er dann gleich noch meine Drohne eingesammelt und fliegt jetzt in ungefähr 30 Minuten, fliegt er von Calgary los. Mit meiner Drohne im Gepäck, was natürlich sehr, sehr gut ist. Ja, deswegen nimmt es auf. Ja, ich bin schon, ich freue mich schon richtig, wieder mit der Drohne zu fliegen, schöne Drohnenaufnahmen zu machen
Und natürlich freue ich mich auch auf die Berge. Und endlich weiterzureisen. Weil ich war jetzt hier gefühlt anderthalb Wochen in Vancouver unterwegs. Die Großstadt ist nichts mehr für mich. Quatsch. Guten Tag. Hallo. Da ist er wieder. Die geheiligte Drohne. Hoffentlich repariert. Du bist da an die rangekommen. Habe ich schon erzählt. So, wir versuchen jetzt eine kleine Wanderung. Sind ein bisschen weniger als 10 Kilometer und Ziel ist der Roar Lake. Und das ist wohl eine recht anspruchsvolle Route über Geröll und durch Schlamm und so. Obwohl viel Schlamm wird wahrscheinlich nicht sein, denn wie man sehen kann, ist alles eher weiß. Und wir suchen jetzt erstmal die Route. Also richtig wissen wir noch nicht, wo es lang geht. Und ich hoffe, diese Wanderung wird besser als die letzte, die bei den Joffrey Lakes war. Das war ungefähr 10 Kilometer nach da, also zurück. Da sind wir jetzt schon dran vorbeigefahren. Denn wir folgen wieder der Route 99. Ja, und ich habe meine Drohne wieder. Das heißt, ich kann schöne Drohnenaufnahmen machen. Und es schneit und es ist kalt. Also ich glaube, minus 5 Grad sind das gerade. Gefühlt mit dem Wind 15 Grad. Aus. Wir sind natürlich nicht, aber das könnte Bär sein. Kein Parken. Na gut. Oh shit, ich werde von einem Bär verfolgt. Ich hab Angst. Oh, da kommt der Bär. Ein Bär! Hier geht's lang. Oder da lang.
hier habe ich dann irgendwann entschieden, dass ich mal die Drohne starte und gucke, wo wir eigentlich genau sind und wo wir hin müssen. Und ja, oh Wunder, ich habe den Weg auch von oben nicht gefunden. Und dann haben wir erst nochmal uns alles von oben angeguckt mit der Drohne und uns danach dazu entschieden, dann umzukehren, weil der Weg sich immer weiter entfernt hat von dem See und wir haben den anderen halt nicht gefunden. Wir haben jetzt noch den Weg gefunden und der geht da lang. Ja, muss nicht sein. Wir sind dann weitergefahren und in ein Gebiet der Indios gekommen, die sich ja hier First Nation nennen. Und das hier ist das Gebiet der Lil'wat Nation. Den See nennen sie Tech. Das bedeutet so viel wie blockiert oder stuck, also feststeckend. Und damit sind in diesem See die Baumstämme gemeint. Wir machen eine kleine Mittagspause und zwar hier am God Creek, der wirklich so heißt. Ja, und ich würde sagen, gar nicht mal schlecht. Hier am Seton Lake haben wir dann unser Lager für die Nacht aufgeschlagen und waren komplett alleine dort. Es war super schön, da einfach zu schlafen und dann natürlich auch mit dieser Aussicht aufzuwachen. Nach einer kleinen Wanderung zu einem Aussichtspunkt ging es dann weiter und die Landschaft veränderte sich dann. Es wurde sehr viel steppiger, sehr viel trockener, bis uns dann nach einer Kurve eine besondere Überraschung erwartete.
gerade über die Straße gefahren und auf einmal ruft Kaik so aus dem, oder ruft so, da ist ein Bär, da ist ein Bär. Wir dann direkt da hinten angehalten und sind zurückgelaufen und ja, er hat noch so gefragt, mit Bärspray oder ohne? Ja, dann sind wir ohne Bärspray los, weil wir wollten unbedingt dahin. Und ja, es ist ein Bär, schwarzer Bär mit zwei kleinen Cubs, mit zwei kleinen Bär-Cubs. Und als der Bär uns bemerkt hat, oh, ich bin voll aufgeregt, hat er sich auch erstmal aufgestellt auf seine zwei Hinterpfoten. Und jetzt sind die da hinten noch. Ich weiß nicht, ob man die noch sieht. Boah, ist das aufregend. Da hauen sie rein. Unser nächstes Ziel sollte dann Kamloops sein. Dort wollten wir Andres besuchen, den ich ja vor circa 2,5 Monaten hier in Kamloops kennengelernt hatte, zusammen noch mit Fritz. Und dann haben wir uns ja, mit ihm getroffen, sind noch ein bisschen rumspaziert und waren dann abends wieder in derselben Kneipe, in der wir uns kennengelernt haben. Und was wir da dann noch alles erlebt haben, das seht ihr jetzt hier. Lecker, Budweiser Zero. So, was haben Sie sich hier gegönnt? Corona Extra Zero. Eine Corona-richtige Pulle. Die Pulle. Am Samstag sind wir dann auf den Farmers Market gegangen und sind da rumspaziert und haben es ein bisschen langsamer angehen lassen. Ja, und das war's schon wieder mit dem Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Vlog. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Look at this. Andres, look at this. No, fuck. But I wanted a coffee. Wow.